Hallo Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Reihe aus dem Traxler gegen Gambit. Und das entstand nach diesen Zügen, nach Springer G5 und Läufer C5. Das war die Kennzeichnung dieses Traxler Gegenangriffs mit der Idee auf F2 zu opfern. Besonders nach Springer schlägt F7. Und Läufer F2, König F2, Springer E4. Und jetzt heute wollen wir uns mit diesem Königszug König G1 mal beschäftigen. Wir hatten in dem vorherigen Video ja hier schon alle möglichen anderen Varianten schon mal uns angeguckt. Und heute ist einfach König G1 als Hauptvariante mal. Und ja, da habe ich drei Partien zu vorbereitet. Und Dame H4 ist jedenfalls der nächste Zug für Schwarz. Den sollten wir uns noch merken, denn wir drohen jetzt auf F2 ein Schach. Und das muss jetzt Weiß erstmal abwehren. Und der Hauptzug oder der am meisten gespielte Zug, um das abzuwehren, ist der Zug G2, G3. Der hier. Zack. Und da gucken wir uns gleich natürlich auch was an. Wir müssen natürlich nochmal eine kleine Alternative uns anschauen. Wie kann Weiß noch diesen Punkt F2 denken? Und das kann er mit der Dame machen. Und in der Partie kam Dame F1, um das zu decken. Jetzt fragt man sich, okay, warum nicht direkt Dame F3 dann? Dann folgt Springer D4 und wir wissen ja, dass dieser Springerzug hier sowieso ja im Grunde einer der Standardzüge für Schwarz ist. Sprich, der möchte hier ja sowieso irgendwie am Angriff sich beteiligen. Und jetzt hat die Dame das Problem, die muss jetzt hier in irgendeiner Form das Feld F2 gedeckt halten. Und das kann sie eigentlich jetzt auch gar nicht mehr, außer dass sie jetzt nach F1 geht. Und dann haben wir quasi dem Schwarzen diesen Zug Springer D4 geschenkt. Und deswegen spielt Weiß hier sofort Dame F1. Und Schwarz spielt Turm F8, entzieht sich diesem Angriff hier und macht gleichzeitig jetzt diese Festung. Und wenn die Dame mal wegzieht irgendwann, kann man ja auch mit dem Turm gegen den Springer vielleicht mal schlagen, ja, und zwei Figuren gegen den Turm gewinnen. Das ist eine Idee. Wir schauen hier aber auf diese Stellung und stellen jetzt noch weitere Sachen fest. Machen wir eben die Pfeile weg. So, zum einen sehen wir hier die Dame und den Läufer. Der ist potenziell ungedeckt. Jetzt im Augenblick hat die Dame den gedeckt. Aber vielleicht will die Dame sich ja irgendwann mal wieder bewegen. Und so, dass ein Zug wie jetzt, G2, G3 zum Beispiel, dass man hier rein opfern könnte. Und jetzt kann die Dame nie dazwischen ziehen. Ist natürlich jetzt nur eine kreative Variante. Hier kann Weiß sicherlich an vielen Stellen besser spielen, keine Frage. Ich wollte jetzt auch einfach nur mal eben ganz kurz demonstrieren, dass die Dame so ein bisschen gebunden ist. Und jetzt würde nämlich der F7 hier gleich noch mithängen und so weiter. Und das ist eine der Ideen oder der Hauptprobleme für die weiße Seite. Die Dame ist an den C4 gefesselt. Der C4 selber seinerseits muss aber den F7 im Auge haben. Und ja, wir haben hier so ein schönes Dreieck in dem Sinne von Abhängigkeiten und Festungen. Und das ist in der Praxis einfach unangenehm zu spielen für Weiß. In dieser Partie, ja, von zwei recht guten Spielern, wie man sieht, folgte D2, D3. Das war bei der Schacholympiade in Novi Sad 1990. Versuchte der Weiße mit D2, D3 diesen Springer hier anzugreifen und damit den Druck vom Feld F2 abzuwehren. Gleichzeitig auch seinen Bauern, seinen Läufer zu decken, ja, und seinen Läufer hier frei zu machen. Sieht nach einem guten Zug aus, führte aber nach Springer D6 in die nächste Problematik, nämlich, dass jetzt dieser Springer diesen Springer hier auch nochmal angreift. Oder nebenbei auch diesen C4 angreift und damit einen Verteidiger von F7 abtauschen kann. Und jetzt gibt es ein Problem, nämlich wir zählen mal, der Springer, der Turm und der König greifen diesen Springer hier an, ne? So, dreimal und das nur zweimal gedeckt. Jetzt denkt man sich, okay, Moment, ich kann doch jetzt hier den mit Schach schlagen und meinen Springer damit retten. Ja,
das Problem ist, jetzt ist natürlich diese F-Linie offen und du musst mit Schwarz aufpassen, mit Weiß aufpassen, dass Schwarz nicht auf F2 hier dieses Matt setzt. Das muss ich jetzt schon immer kontrollieren. Und das ist schon gar nicht so einfach, denn Dame E2, um das Feld F2 gedeckt zu halten, führt dazu, dass wir wissen, dass wenn eine Schwerfigur auf E2 oder F3 auftaucht, dass wir mit Springer D4 dann immer ein Tempo gewinnen können. Und die Dame muss F2 weiter im Auge haben. Folgt Dame E3, könnten wir hier zum Beispiel die nächste Gabel geben. Und wenn Dame D2 kommt, folgt Dame G4, was Springer E2 mit Schach droht. Und wir sehen, der König von Weiß ist so eingeklemmt. Und wenn Weiß mit Springer C3 eine Figur entwickelt, um das Feld E2 zu decken, folgt einfach Springer F3. Und das Unglück folgt auf der anderen Seite. Ja, Weiß verliert die Dame. Und deswegen versuchte Weiß hier G2, G3 anstatt Springer D6. Aber das Problem ist, jetzt folgt ein Schach. Und der König geht nach G2. Dame F2 würde zu ähnlichen Stellungen wie in der Partie führen. Dass die Dame am Ende getauscht wird und aber alle Leichtfiguren von Weiß auch verloren sind. Und da hinten stehen König und Turm jetzt in der Ecke eingepfercht. Das hat Weiß wenigstens noch mit König G2 etwas besser hingekriegt, aber nichtsdestotrotz, nach dem Schach wurden jetzt auch diese Figuren getauscht. Jetzt ist der weiße Turm immerhin etwas aktiver. Nichtsdestotrotz hat Schwarz hier natürlich den viel besseren König, die aktiveren Figuren, bessere Leichtfiguren, bessere Bauernstruktur. Der Angriff auf C2 wird mit Springer A3 beantwortet und dann kommt B6. Und wir sehen, dass Schwarz mit sehr leichten Möglichkeiten, mit leichten Zügen seine Stellung hier verstärken kann und sich entwickelt. Jetzt wird der E5 noch einmal gedeckt. Und hier haben wir jetzt die folgende Situation, auf die ich nochmal hinaus wollte. Deswegen zeige ich dieses Fragment noch kurz. Oftmals sind wir ja versucht, hier in der Stellung jetzt lang zu rochieren, um den Turm irgendwie schnell ins Spiel beizubringen. Aber durch die lange Rochade steht der König auf C8. Und dadurch werden wir sehen, wenn es Richtung Endspiel geht, und wir sind ja eigentlich hier schon im Endspiel, ist der König natürlich viel häufiger und viel besser zentral platziert. Sprich, wenn wir sofort nach D7 gehen, wird ja auch der Turm befreit. Das ist ja immer nur eine Kleinigkeit, aber am Ende, hier in der Stellung, wird es vielleicht nicht entscheidend sein, aber ansonsten kann ja jedes Tempo wichtig sein. Und Endspiele merken wir uns natürlich, der König soll zentralisiert sein. Genau. Das war eigentlich auch noch mal eben ganz kurz hier dieser Teil, und der Rest der Partie hat Schwarz sehr, sehr stark gespielt. Ja, das war die Idee mit Dame F1, dieses Matt abzuwehren, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Schauen wir uns mal an, was jetzt nach G3 passierte. So, dann schauen wir mal. G2, G3 ist so der häufigste Zug und eigentlich auch der beste. Schwarz versucht natürlich die Stellung zu öffnen, ne, und opfert hier auf G3 rein. Die Idee ist natürlich gleich hier dann mit der Dame gegen den König weiterzuspielen. Da gucken wir uns gleich noch eine Partie von Michael Thal an. Ne? Den kennen wir alle. Wir müssen hier aber noch eine kleine Partie nochmal eben ganz kurz berücksichtigen, was passiert, wenn Weiß sich nicht auf diese Hauptvarianten einlassen will, sondern den Zug Dame E1 spielt, der ja auf den ersten Blick auch nicht dumm aussieht. Ne? Hier diesen Springer anzufesseln, weil die Dame dahinter weg wäre. Und jetzt dann einfach mit Dame oder Bauer auf G3 schlagen, zumindest zu drohen. Aber, und jetzt sehen wir einen der Nachteile, nämlich, dass jetzt entsprechend der Läufer hier jetzt wirklich in Gefahr ist und der wird auch geschlagen. Und Weiß schlägt auf H8. Und jetzt sehen wir, jetzt könnte Schwarz natürlich auch den Turm auf H1 nehmen, aber der Schwarze dachte sich, ich versuche hier mal einen Mattangriff zu starten. Und hat Springer E2 Schach gespielt. Und auf König F2, jetzt sieht es ja so aus, als wenn der Springer hier erstmal in Gefahr ist. Was er natürlich auch ist.
aber durch Dame F4, beginnt quasi eine kleine forcierte Kombination, eine Reihenfolge, ja, besonders wenn der König jetzt hier diesen Springer schlägt. Denn dann folgt Springer D4 Schach und ja, ich kann eben nicht nach D1 zurück, wegen dem Zug Dame F3 Schach, nebst matt. Also muss ich hier wegrennen. Und jetzt können wir uns natürlich schon erahnen, ja, bei so einem offenen König, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Also die 7 D5 mit der Idee, diesen Läufer hier nach F5 jetzt hier am Angriff zu beteiligen. Und Weiß versucht nochmal die Dame anzugreifen, aber nach Läufer F5 Schach, Springer König C3, folgt Springer B5 Schach. Und wir sehen, dass die Dame natürlich hier alle Felder auf der vierten Reihe abdeckt. Der König kann im Grunde nur nach B3 und dann folgt Dame C4 Schach und gleichzeitig matt, weil der König nicht nach A3 kann. Okay, das war natürlich jetzt keine Hauptvariante in dem Sinne, aber dass man das zumindest mal gesehen haben muss, damit man nicht komplett überrascht ist, wenn Weiß hier nicht auf G3 schlägt. Ja, sondern Dame E1 versucht, hier irgendwie so eine trickreiche Abwicklung zu machen, aber das ist nicht gut. Gut, kommen wir jetzt zur Hauptvariante. So, dann schauen wir mal, was passiert nach Springer schlägt G3 und H schlägt G3. Dazu folgen wir der Partie von Michael Thal als Schwarzem gegen die Leser einer Zeitschrift, ja, der Pravda. Und Schwarz schlägt auf G3 mit Schach, der König muss nach F1. So, und jetzt folgt Turm F8. Endlich, ja, zieht dieser angegriffene Turm hier aus dem Eck mal raus und hat jetzt natürlich diese Fesselung, dass der Springer nicht ziehen kann. Und der König steht ja hier so ein bisschen offen. Und das sind so die Hoffnungen des Schwarzen. Der Hauptzug hier in dieser Stellung ist für Weiß ganz sicherlich Dame H5. Was die Dame aktiviert, ein paar Felder schon mal frei nimmt, hier wegnimmt, ja, und den Springer F7 nochmal überdeckt. Und jetzt kommt wieder ein Zug, den müssen wir einfach schon verinnerlicht haben im Grunde, denn wir wissen, oder ich kann euch nochmal fragen, was glaubt ihr ist wichtiger, Material oder Zeit in solcher Stellung? Dann ist die Antwort natürlich relativ klar, nämlich Zeit. Ja, Zeit ist ein großer Faktor. Ich könnte jetzt zum Beispiel mit D7, D6 hier meinen Läufer frei machen, ja, aber jetzt würde ich nebenbei nichts anderes drohen. Und deswegen der Zug, der gespielt wurde, ist D7, D5. Der macht ja auch den Läufer frei. Aber der Zeitfaktor ist eben, dass jetzt der C4 auch noch hängt. Sodass Weiß quasi keinen freien Zug zur Verfügung hat, sondern den hier schlagen muss. Und jetzt folgt Springer D4. Und ja, zum einen hat dieser Springer natürlich diesen Bauern C2 im Auge, aber letzten Endes den Turm da in der Ecke, der sowieso ja, selten gezogen hat bis jetzt, wie wir gesehen haben. Das ist nicht das Hauptaugenmerk. Viel wichtiger ist natürlich hier dieser König, ja, dass man den vielleicht mal mit Läufer H3 oder Läufer G4, vielleicht mal die Dame, also irgendwelche taktischen Möglichkeiten gegen König, Dame und die F-Linie und so weiter, das muss man natürlich versuchen auszunutzen. Und ich habe in dieser Stellung vier Partien gefunden und alle haben den Zug Dame H2 gespielt. Das scheint die Hauptvariante zu sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man diese Stellungen spielt, die sind ja nun mal einfach extrem taktisch. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn hier irgendjemand den Rechner stundenlang laufen lässt, dass die Rechner sich in irgendeiner Form, mit unmenschlichen Zügen natürlich, aber in irgendeiner Form wahrscheinlich noch besser verteidigen als Menschen. Und der Computer schlug hier Springer C3 vor. Als besten Zug für Weiß. Einfach hier, um schon mal so ein paar Felder abzudecken und so weiter. Das erfordert sicherlich eine Menge Analysearbeit noch. Ja? Aber gerade in solchen Stellungen, wo kann der Rechner ja nur wirklich helfen. Ja? Und dass hier noch für beide Seiten Verbesserungspotenzial dann vorhanden sein wird.
Hier in dieser Partie folgt die Dame H2 einfach mit der Idee und mit der Hoffnung, die Dame tauschen zu können. Und Schwarz hält die Dame aber auf dem Brett. Einfach aus Prinzip, weil der König hier so unsicher steht. Die Idee von Dame H2 war natürlich nebenbei hier diesen E5 anzugreifen. Der hier auch mit Schach geschlagen wurde. Und jetzt folgt wieder eine schöne Taktik. Nämlich der Zug Läufer E6. Der sieht ja ungewöhnlich aus, sich selber in so eine Festung reinzuentwickeln. Aber wichtig ist natürlich auch, dass dieser F7 hier jetzt komplett abgeschnitten wird von der Unterstützung. Und nach Läufer schlägt E6 ist jetzt unsere Dame angegriffen und wir könnten natürlich auf E6 auch zurückschlagen. Aber die Hauptvariante hier ist jetzt Dame F3. Jetzt wurde der, und das ist die Hauptidee, dieser Läufer hier quasi von dieser Diagonale, von diesem Punkt abgelenkt. So dass wir hier erstmal einen Schach geben können. Die Idee ist jetzt, dass zum Beispiel, dass der König hat ja nur zwei Felder, E1 und G1. Ginge er nach E1, käme Springer C2 mit Schach und Matt. Also muss der König nach G1 und Springer E2 Schach. Und jetzt ist die Idee, den König hier zu jagen. Das Problem ist natürlich, dass hier Schwarz objektiv nicht mehr als einen Dauerschach haben wird. König H2, Dame F2 Schach, König H3, Dame F3. Und wenn der König jetzt wieder nach H2 ginge, habe ich auch nichts Besseres als Dame F2 mit Dauerschach. Hier in der Partie ging der König mal nach H4, der versucht zu gewinnen. Dame F2 würde jetzt nach König H3 aber wieder zu Dame F3 und mit Zugwiederholung und so weiter führen. Die Leser haben hier König H5 probiert und das ist wahrscheinlich nicht der beste Zug, aber nichtsdestotrotz, ja, man muss ihn ja zumindest mal gesehen haben und mal probiert haben. Turm schlägt F7, folgt jetzt hier. Jetzt wurde dieser Springer endlich beseitigt. Wichtig ist hier natürlich jetzt der Zeitpunkt des Schlagens auf F7. Wir sehen, dass die schwarze Dame auf einem schwarzen Feld steht. Ja, so damit hier nicht irgendwelche Abzüge oder so auf die Dame kommen können. Läufer schlägt, König schlägt. Und hier ist die Stellung wahrscheinlich immer noch im Remis-Bereich, aber auch hier ist einfach brutal, dass Rechner können hier sicherlich noch viel besser und Verteidigungsvarianten finden und so weiter. Hier kam jetzt, und diese Stellung gab es immer noch, 1, 2, 3, 4 Mal, glaube ich, kam immer Turm H2. Vielleicht aufgrund dieser Partie, vielleicht sind es auch nur Duplikate von der Stellung, man weiß es nicht. Turm H2 ist aber kein guter Zug, denn der vergibt den Vorteil, den vielleicht theoretisch potenziellen Vorteil. Denn Dame F3 Schach, König H4 ist erzwungen. Und jetzt folgt eine Abwicklung, die zu schwarzem Vorteil führt. Wir sehen, dass aufgrund dieser engen, bedrohten Lage der König natürlich immer noch bedroht ist. Und es werden weitere Linien geöffnet und wir haben ja immerhin noch eine Figur, die noch gar nicht mitgespielt hat. Und am Ende soll ja jeder an der Party teilnehmen. Deswegen G5 Schach mit der Idee, dann den Turm nach G8 zu stellen. Und das ist ein ziemlich trickreicher Zug, den wir, wie gesagt, bis kurz vor Schluss hier war ja immer noch alles mehr oder weniger Theorie. Der Zug basiert im Grunde auf einer kleinen Falle, denn wäre natürlicher als bei einem eigenen schlechten König die Dame zu tauschen. Ja, da kann man ja dem Weißen hier überhaupt gar keinen Vorwurf machen und das ist rein total menschlich. Ja. Und nach dem Damentausch haben die Leser und Michael Thal sich hier gnädigerweise auf Remis geeinigt. In Wirklichkeit ist das hier aber eine Stellung, die forciert zum Matt führt. Und da könnt ihr gerne mal kurz reingucken, wenn ihr das finden wollt.
Das ist ein paar Züge, keine Frage. Alles klar, ich hoffe, ihr habt es gefunden. Nämlich, wenn jetzt hier Springer F4 Schach kommt, ja, wir sehen einfach immer der Turm hier mit der G-Linie. Der Springer macht seinen Teil auch dabei. Der König hat nur zwei Felder. Geht er nach H4, folgt er zu H5. Und jetzt sehen wir, dass einfach Turm G4 mit Matt droht und nicht abzuwehren ist. Nur noch einmal. Und dann kann ich das aber nicht mehr abwehren. Schade eigentlich. Also gehe ich nicht nach H4, sondern nach H6. Dann folgt Turm G6 Schach. Der König muss schlagen. Jetzt Turm G7 Schach. So, und jetzt könnte man sagen, alles klar. Moment, wir machen eben die einfache Variante. Erst König H8, folgt natürlich Springer G6. Das ist klar. So, also muss der König hier raus. So, und jetzt könnte ich ja mit Schwarz schon im Grunde hier einen Dauerschach geben, wenn ich das wollte. Aber der trickreiche Zug, König G8. Ja, und jetzt ist das Problem, dass der König hier, der kann ja nirgendwo hinziehen. Und es droht einfach Turm G6 mit Schach und Matt. Und auch das kann der Weiße nicht mehr abwehren. Ja, also ihr seht, Taktik noch und nöcher. Nichtsdestotrotz, wenn man diese Variante spielt, sollte man sich zumindest darüber im Klaren sein, dass bei bei erhöhter Wahrscheinlichkeit die Varianten alle Remis sind. Wenn man jetzt gegen einen viel stärkeren Gegner spielt, ist das ja kein Problem. Und wenn man gegen einen gleich starken oder schwächeren oder wie auch immer spielt, dann muss er sich ja in diesem Variantendschungel hier erstmal zurechtfinden. Wenn er das noch nie gesehen hat, ist das ja im Grunde ein Ding der Unmöglichkeit. Von daher die praktische Komponente mit dem Minenfeld ist hier absolut gegeben, keine Frage, aber objektiv wird es nicht mehr als Remis sein. Von daher eine gute Überraschungswaffe, ja, dieses Traxa-Gegenangriff mit Läufer F2 und Dame H4, Moment hier, zack. Jetzt müssten wir uns, hier, Läufer F2 halt, jetzt müssten wir uns theoretisch im letzten Teil nochmal angucken, was passiert, wenn der Weiße hier einfach König F1 spielt. Das kommt immerhin vor, damit umgeht man ja auch diese ganzen Varianten, dass Springer E4 mit Schach ist zum Beispiel, ja, weil der nicht mehr angegriffen ist. Und man müsste sich natürlich rein grundsätzlich auch Läufer schlägt F7 angucken. Da schauen wir mal, ob ich da auch noch ein Video zu mache. Erstmal soll die Hauptaugenmerk sollte ja auf diesen taktischen Sachen sein, einfach um mal Spaß hier und actionreiche Sachen zu sehen. Also in dem Sinne, merkt euch als Weißer König G1 sicherer und mit Schwarz, aber lustig ist es allemal. Von daher ausprobieren, Spaß haben. So, in dem Sinne sage ich besten Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.